Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Die erste Folge und ja, das Spiel startet. Wir sind die Sturmtruppen und müssen die Kontrollpunkte erobern. Ich hoffe, die Lautstärke ist so okay. Ich mache das Ganze nochmal ein klein bisschen leiser, weil ich da nichts überstürzen will. Ich habe das Gefühl, dass es viel zu leise ist, aber... mal sehen. Also eben gerade war es viel zu laut an Testaufnahme. Und ja, los geht's. Wir sind hier, wie gesagt, die Sturmtruppen. Ich spiele alleine, weil Chris hat das Spiel nicht. Und der Aaron, der ist momentan im Urlaub, ja. Aber der ist nächstes Mal auch wieder dabei. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne mitspielen. Das ist kein Problem. Ist auch immer gerne gesehen. Okay, ich muss mal gucken, wo ich hinlaufe. Ich laufe nämlich komplett in die falsche Richtung. Ah, ich bin ja ein Sturmtrupp. Ich dachte, ich wäre ein Rebell. Okay. Sorry. So, jetzt nochmal. Neue Chance und los geht's. Na gut, perfekt. Der erste. Jetzt zack. Die holen wir uns alle weg. Wir sehen, jetzt hat das Spiel auch erst irgendwie vor 3 Tagen gekauft. Also, oh, hat irgendwie noch nichts freigespielt. Aber, na, vielleicht ist ja was drin. War gerade ein kleiner Ruckler. Warum auch immer, tut mir ein bisschen leid. Ja, das Ganze hier ist eigentlich in Ultra. Und auch läuft flüssig, also alles cool. Ja, neuer PC am Start, ja. Kann man mal machen. Also, ist nicht alltäglich, aber kann man machen. Und ja, deswegen hier alles... ab jetzt hier auf Quarti nur noch Spitzenqualität. Ja, und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie was Bestimmtes sehen wollt. Irgendwie eine bestimmte Map oder mitspielen wollt oder was auch immer. Also einfach in die Kommentare schreiben. Gerne, ne? Also. Ich nehme da eure Wünsche gerne an und wie gesagt, ich bin jetzt alleine hier. Wir machen ja meistens auf Quarti hier Let's Plays Together und ja, Aaron ist ja auch gleich da am Start. So, wir haben die Versuchdrohne. Ich schiebe mal eben los. Und ja, viel Spaß. So, den Kontrollpunkt erobern, der ist nämlich da unten. Oh, verdammt. Ach. Den habe ich zu spät gesehen, scheiße. Okay, wieder einsteigen. Und jetzt machen wir uns mal daran, den Kontrollpunkt zu erobern. Ich habe noch... nicht irgendwie mich damit auseinandergesetzt, was ich hier mit den Waffen machen kann und hier rechts, da kann ich ja diese Gadgets da einfügen. Ja, da ist noch nichts, das muss ich alles noch machen. Ab danach sehen. Das mache ich dann in einer ruhigen Minute, aber ich musste für morgen noch ein Video rauskloppen, deswegen habe ich mich jetzt hingesetzt und dachte, komm, nimmst Star Wars Battlefront auf, das ist schnell gemacht. Kommt hoffentlich auch gut an und dann, ja. Aber es sieht einfach verdammt geil aus. Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß, es ist schon etwas älter, aber Star Wars Battlefront 2 damals, ich weiß nicht, wann es rauskam, irgendwie 2005 oder was noch früher, das wurde ja auch ziemlich hart gehypt, soweit ich das mitbekommen habe. Also das kann man ja teilweise immer noch in Läden kaufen. Habe ich ja auch hier rumliegen. Könnte man ja mal so aus Spaß vielleicht mal eine Folge bringen. Gut, dass hier so viele Klone rumlaufen, aber nichts passiert. Okay. Nice. Das läuft. Das läuft. Das läuft zu gut. Wollte ich gerade sagen, aber. Gut, es geht immer noch. Also wir sind noch nicht ganz schlecht. Also. Ja, ich spiele gerade bestimmt wie der größte Anfänger, aber. Es geht. Also ich glaube, es ist ganz okay. Ein paar kriege ich ja auch hier weg. Gut. Wir haben noch 7 Minuten Zeit. Das ist ja ähnlich wie bei Overwatch. Diesen Punkt da einnehmen. Wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Das finde ich eigentlich ziemlich spaßig sogar. Als immer nur dieses wirklich sinnlose mehr oder weniger Team Deathmatch oder weiß ich was. Weil da sehe ich aber den Sinn nicht. Klar, ich muss... ich muss meine Leute da
töten und alles, aber also ich muss halt viele Kills bekommen, aber ich finde so Kontrollpunkte einnehmen, immer vorkämpfen, das ist wirklich so schön, also das finde ich auch an Battlefield so schön, dass man wirklich so Strategie mehr oder weniger hinter hat. Mal gucken. Die Rebellen wird sich mal zurückziehen müssen. Schön, erstmal ein TIE-Jäger, damit ich euch jetzt hier komplett die ganze Ladung bieten kann. Erbitten Unterstützung durch TIE-Abfangjäger. Und los geht's. Ich bin eben gerade in der Testaufnahme zum ersten Mal geflogen. Das war ganz okay. Ja, nice. Internet-Lags, ihr habt gerade selber gesehen. Okay, das ist nämlich mein meistes Problem hier. Also mein PC verkraftet locker alles, aber Internet macht nicht so ganz mit. Aber gut, wir nehmen da hinten ein. Ich gehe da mal hin. Ich gebe meinen Männern noch ein bisschen Rückendeckung. Snacken wir uns hier alle weg. Ach, verdammt. Das habe ich noch nicht so draußen, nicht so drin mit dem. Überhitzen, abschalten da, oder wie das heißt. Okay, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ach, gut, den haben wir noch bekommen. Schön. Aber ja, ihr könnt jetzt sozusagen live dabei sein, wie ich mich hier in dem Spiel, besser. So wie ich besser werde. Kurz gucken, wie ich da hinkomme. So hier raus, oder? Hier durch und dann da hoch. Gut. Hab irgendwie das Gefühl, das war eben gerade so, da habe ich die Rebellen gespielt, da habe ich mehr oder weniger verloren. Also es war ganz okay. Ah, wir haben gewonnen. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme ging, aber wir sind. Mensch. Oh, ist doch ausgeglichen. Ich dachte, ich hätte gesagt, es sind mehr bei den Klonen, aber es ist doch ausgeglichen. Und wir waren gar nicht mal so scheiße. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal mit der Folge für heute, Freunde. Ich weiß, es ist erstmal eine kürzere Folge, aber schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und alles. Und dann können wir es hier, ihr seht es hier selber, Rang 2. Und ja, ihr seht es dann selber, wie es weitergeht. Schreibt es in die Kommentare, das ist sozusagen eure Entscheidung, ob das mehr kommen soll oder ob es das jetzt war. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Oh, wir sind schon fast Level 4. Perfekt. Haben wir es noch Level 4? Nein. Okay, wir kriegen erstmal ein paar Credits. Gut, ich werde mich jetzt erstmal schlau machen. Bild euch auch nicht drin, ihr seht's. Erstmal schlau machen, dass ich jetzt hier neue Waffen und alles da reinbekomme. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Haut raus. Bis dahin. Ciao, ciao.